Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kärnten TV 90 am Donnerstag. Europapolitische Stunde im Landtag. Abschluss der Europa-Café-Tour. Land Kärnten schreibt Europapreis aus. Zu ihrer 13. Sitzung trafen die Abgeordneten des Kärntner Landtages zusammen. In einer europapolitischen Stunde wurde dabei über die Herausforderungen bei Teuerung und Migration diskutiert. Auf der Tagesordnung der Landtagssitzung standen ebenso die Klimaagenda Kärnten und das Landesgleichbehandlungsgesetz. In den letzten Wochen informierte das Europa-Café die Kärntnerinnen und Kärntner über die bevorstehende EU-Wahl am 9. Juni. Seinen letzten Stopp machte das Café-Mobil in der Klagenfurter Fußgängerzone. Landeshauptmann Peter Kaiser stattete dem Europa-Café und Europahausdirektor Marc Germeshausen einen Besuch ab und betonte die wichtige Bedeutung der Europäischen Union. Auch in diesem Jahr vergibt das Land Kärnten wieder den Europapreis. Dabei werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit dem Thema EU beschäftigen, ausgezeichnet. Einreichungen sind bis zum 30. September 2024 möglich. An diesem Wochenende ist es wieder soweit. Von 23. bis 24. März findet in Eberndorf der allseits beliebte Josefi-Markt statt. Er bietet neben dem Krämermarkt einen Vergnügungspark, eine Wirtschaftsmesse und somit Unterhaltung für Jung und Alt. Die offizielle Markteröffnung findet mit einem Bieranstich am Samstag um 14 Uhr statt. Weitere Infos sind unter www.eberndorf.at zu finden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.